Hallo Leute, ja, wir sind hier in der Zwischenunterkunft oder wie man das auch immer nennen will, diese kleine Unterkunft, wo ich das Bett gebaut habe und die Werkbank hingestellt habe. Es ist gerade derbe am Regnen da draußen. Ja, ich bin zurückgelaufen durch den Wald, habe unterwegs Pilze gesucht und beim Pilze suchen habe ich das Glück gehabt, dass ich einen Bienenstock gefunden habe, beziehungsweise deren Heimat und bin dann nach Hause und habe natürlich auf unserem Tisch doch einen zweiten Bienenstock installiert. Das hat wunderbar geklappt, habe dann unseren Rucksack leer gemacht und habe mir dann nachher so gedacht, eigentlich müsste ich jetzt mal hier was zu essen kochen. Das haben wir immer noch nicht gemacht, ne? Und an der Basis wollte ich auch noch einen Hochstand machen, wenn dann wieder so eine Invasion kommt, dass man dann oben vom Hochstand mit Pfeil und Bogen diese ganzen Truppen da abschießen kann. Das müssen wir auch noch machen, ne? Aber naja, nach dem Logo, denke ich mal, gehen wir hier zu diesem Spawnpunkt da und den werden wir als nächstes mal kaputt machen. Ja, ich stehe jetzt hier zwar unter Dach und noch 49 Sekunden, bis die Nässe weg ist, aber es macht ja keinen Sinn, wir müssen ja trotzdem los, ne? Wir wollen ja gucken, dass wir hinter der Grabkammer das, ne, sogar noch hinterm Dingens, wie heißt es? Ja, geh an der Seite. Und hinter dem Kupferfeld, so, warte, da waren Pilze. Aber die Nixe ist noch aggressiv, ne? Ja, jetzt ist sie kaputt. Aber die Pilze, die wollte ich doch haben. Weil die sind 15-15, glaube ich, ne, oder? Die sind nicht schlecht, die habe ich vorhin ja auch schon gesucht, genau. Gehen wir mal weiter und schauen, dass wir dann zur Grabkammer kommen. Hier ist noch so ein Türmchen, aber ich glaube, hier ist keiner, oder? Da unten liegt aber was. Und ein paar Knochen, dann haben wir hier wahrscheinlich schon das Skelett mal kaputt geschossen. Gibt es hier eine Truhe? Nee, ne? Ne, da oben sieht es auch nicht danach aus, ne? Ne. Dann laufen wir mal gerade weiter. So, jetzt kommen wir hier zur Grabkammer. Die ist da. Ist hier noch einer? Ne, ne? Und da müsste jetzt das Kupferfeld sein. Und hinterm Kupferfeld war dieser Spawnpunkt, ne? So, jetzt müssen wir aber kurz unser Essensvorräte ändern, weil wir brauchen ja nicht nur das, sondern. Das war jetzt auf Ausdauer getrimmt, damit ich schnell hierher kommen kann. Ach so, okay. Das geht jetzt nicht anders. Und wo ist er? Da ist er. Okay, den haben wir erwischt. Wo kam der denn weg? Ist hier noch irgendwo wer? Nee, ne? Hier ist jetzt das Kupfervorkommen. Da rechts, meine ich, stand da ein Skelett. Und links musste der Spawner sein. Da hinten ist der Spawner. Hier hatten wir schon gekämpft. Und da ist so ein großer. Jetzt kommt schon ein anderer. Aha, der hat grüne Augen da hinten. Der ist also was Besseres. Und dann schnell dahin und den kaputt machen, oder? Oh, ein roter, der ist nicht gut. Aber den Spawner, den will ich wenigstens kaputt machen. Komm weg hier. Ja, geht mal aus dem Weg jetzt hier. Keine Zeit für euch. Jetzt habe ich wieder keine Energie mehr, ne? Voll geil, oder? Oh, der. Es sind schon zwei. Das ist nicht gut. Komm, weg hier. Und ein Skelett auch noch, ey. Das ist nicht schön. Aber da oben ist noch eins drauf gewesen, kann das sein? Oh. Wir müssen erstmal ein Stück weg hier. Kommt wer? Wohl keiner, ne? Na doch, da kommt ein roter, oder? Die sind zu zweit, aber die suchen mich woanders. Aber ich weiß nicht, ob ich denen gewappnet bin. Ich glaube nicht, ne? Lass uns mal gerade hier rüber gehen. Ein bisschen Übersicht kriegen. Warum waren das Skelette nämlich?
Weil wenn da noch eine Kammer ist, wäre das ja ganz interessant. Und das sieht so aus, als ob das dann tatsächlich eine Kammer ist, oder? Ja. Das heißt, mach mal die Karte auf, scroll mal rein und dann. Zack, Grabkammer. Aber da war ja eben auch noch ein Skelett, ne? Aber das ist nicht mehr da, oder was? Ist da neben dem Stein einer? Ja, neben dem Stein ist einer. Vielleicht können wir den Einzelnen hier locken. Oder ist es doch keiner? Nee, ich glaube, es ist doch keiner, ne? Dahin laufen auf jeden Fall welche lang. Ja. Komm, wir gucken mal rein. Hier ist eine Tür. Da ist auch eine Tür. Und die Tür ist offen. Hier ist niemand. Oh, das ist aber einfach hier. Waren das nur Knochen? Da ist nichts. Und hier ist auch schon Ende. Das heißt, diese Seite der Kammer ist schon fertig. Ja, dann wagen wir uns mal daran. Wie sieht's aus mit Essen? Das sieht alles gut aus. Da ist eine Tür. Da ist ein Skelett, was in die falsche Richtung geguckt hat. War da noch einer? Nee, ne? Nee. Das war jetzt nicht so gut, dass die Fackel gerade jetzt rausgeht. Mal nochmal Glück gehabt, aber ich kämpfe schon wieder mit der Faust, ne? Warum habe ich die Axt nicht in der Hand? Ist hier ein Spawner? Nein, ne? Da ist eine Tür. Bernstein und lauter Pilze. Ist hier noch was? Nee, ne? Nee, da ist nichts. So, das heißt nächste Tür.
Da war der Spawner, der ist jetzt auch kaputt. Hier ist nichts mehr. Da sind noch zwei Pilze. Könnte was zu essen vertragen. Dann machen wir das doch erstmal. Was haben wir denn noch? Ja, nur den Pilz hier, ne? Oder diesen Pilz. 15, 15. Und das ist... Haken wir mal so ein. Ist hier noch wer? Nee, ne? Boah, sehr schön. Den Rubin nehmen wir mit. Den Kern nehmen wir mit. Ich dachte, da war jetzt einer. Das war aber nur mein Schatten. Und da haben wir noch einige Sachen. Dann haben wir hier noch einen Kern. Ich glaube, wir haben momentan auch reichlich Kerne, ne? Kann das sein? So. Die Kiste hatten wir. Liegt da noch was? Nein, ne? Doch, Münzen. Fast nicht gesehen. Noch mehr von der, ne? So. Da ist ja keine Tür, ne? Naja. Wunderbar. Hier war auch keine Tür, ne? Oder? Naja. Das heißt, wir gehen wieder ein Stück zurück. Da sind wir, glaube ich, hergekommen. Ist da noch eine Tür? Nö. Das heißt, hier wieder zurück. Hier sind keine Türen. Geradeaus war dicht. Hier ist die Vorhalle wieder. Da waren wir. Das heißt, wir haben nur noch diese Seite. Wie sieht's aus mit Energie? Gut. Oh, da ist auch noch einer. Zwei. Okay, da hinten ist noch einer, aber wir gehen mal gerade hier hin. Ne, da ist nichts mehr. Da ist niemand. Und da hinten gibt es noch was zu holen wahrscheinlich. Kurz noch mal geguckt. Hier ist keine Tür mehr. Da auch nicht. Der Gang ist da zu Ende. Dann holen wir uns den Pilz. Ist hier noch wer? Wahrscheinlich nicht. Gehen wir erst hier gerade hin. Ist hier noch wer? Nicht wirklich. Hier ist Ende. Ja, da haben wir die Grabkammer ganz schnell geräumt, ne? Was ist hier unten noch irgendwie was? Nee, ne? Ne. Ja. Hier ist auch Ende. Da hatten wir schon abgeräumt. Dann sind wir hier schon fertig, oder? Alle drei Seiten der Dingenskammer erledigt. Das heißt, wir können eigentlich zusehen, dass wir dann hier rauskommen. Und vielleicht müssen wir dann jetzt gerade schnell die Flucht ergreifen, weil ich weiß nicht, wer da draußen auf uns wartet. Weil da hinten waren ja diese komischen Viecher mit den roten Augen, ne? Sind die denn noch da? Ich sehe sie nicht wirklich. Also die blauen kann ich, die grünen kann ich, aber das mit den roten, das macht mir ein bisschen Angst. Da bin ich da noch nicht stark genug für. Ich sehe da aber jetzt auch gar keinen mehr, oder? Doch, da laufen sie. Und das sind zwei, das ist mir zu gefährlich. Da muss ich irgendwie meinen Pfeil und Bogen noch updaten, oder?
Was ist das? Ist das die andere Grabkammer? Nein, ne? Oder? Doch, ist sie. Sah so anders aus, ne? Gut, aber ich würde jetzt sagen, wir gehen erstmal zurück und schauen dann, dass wir unsere Klamotten wegkriegen, die wir jetzt haben, mit diesen ganz vielen Kernen und so. Das macht ja schon Sinn, dass wir da erstmal nach Hause mitgehen, ne? Weil so viele, wie wir da jetzt geholt haben, 7 Stück, das wäre zu schade, die jetzt irgendwie in einem Kampf zu verlieren, sozusagen, ne? Ja, ich laufe zurück und wir sehen uns im Lager in der nächsten Folge wieder, ne? Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.